1981 von Peter Reiter in Hendorf gegründet, führt heute sein Sohn Thomas Reiter das Unternehmen Eterma weiter. Unsere Kernvision war immer, CO2-frei zu heizen. Und deswegen wird diese Energiewende, so sie doch kommen sollte, für uns endlich die Erfüllung unserer Vision werden. Das heißt, wir wollen Gebäude eben ohne den Ausstoß von CO2 am Standort beheizen und für zukünftige Generationen einfach eine saubere Umwelt hinterlassen. Wir stellen mittlerweile aber nicht nur elektrische Fußbodenheizungen her, sondern auch Infrarotheizungen für den Wohnraum zur Beheizung von Räumen, aber auch Arbeitsplätzen und Industriehallen und auch Frostschutzsysteme, die einfach gewisse Flächen wie Hubschrauberlandeplätzen auf Krankenhäuser schnee- und eisfrei halten. Gemeinsam mit der Energieberatung der Salzburg AG wurden diverse Möglichkeiten für die Installation einer großen PV-Anlage besprochen. Also die Zusammenarbeit mit der Salzburg AG war sehr professionell. Wir hatten ein sehr ausführliches Beratungsgespräch mit dem Energieberater, der uns die Vor- und Nachteile der PV-Anlage erklärt hat. Wir sind dann auch wirklich die gesamte Stromabrechnung durchgegangen. Wir haben geschaut, was für einen Bedarf haben wir in der Produktion, was für einen Bedarf haben wir in der EDV und der ganzen Verwaltung, aber eben auch in der Heizung. Also wir heizen natürlich mit unserem Eterma Fußbodenheizungssystem. Und dann konnten wir relativ genau festlegen, wie groß muss die Anlage sein, was muss sie alles können. Naja, wir haben natürlich die Windlast berechnen müssen im Dach, weil natürlich und natürlich auch die Schneelast. Hendorf liegt auf 550 Meter. Das ist natürlich ein Problem mit dem Winter, mit dem Schnee und natürlich auch mit den Windlasten, die immer schlimmer werden, muss man natürlich beides am Dach berücksichtigen. Die Entscheidung fiel letztendlich auf eine PV-Anlage mit 51 kW Peakleistung. Mit 152 Modulen, Ausrichtung Ost-West mit einer Neigung von 10 Grad und über 76 Leistungsoptimierer gesteuert. Die Anlage wurde im Herbst 2021 errichtet und wurde dann verkabelt über 4 Strings, die über Überspannungsableiter zu den Wechselrichtern mit 2 Stück je 25 kVA eingebaut wurden. Im Zuge dessen wurde auch eine neue Verteileranlage errichtet. Die PV-Anlage am Dach kann jederzeit erweitert werden. Wir wollen auch den Fuhrpark immer weiter und weiter umstellen von unseren Mitarbeitern. Wir haben derzeit 2 Ladesäulen, die wir mit einem Hybridauto, mit einem Full-Elektroauto nutzen. Gleichzeitig ist es mit Sicherheit auch so, dass neue Maschinen kommen werden und hier ein größerer Strombedarf da sein wird. Schon jetzt lässt sich feststellen, dass ein Drittel des Jahresbedarfs der Firma Eterma mittels PV-Anlage gedeckt werden kann. Speziell an so einem Tag wie heute, es hat minus 2 Grad in der Nacht gehabt und jetzt strahlender Sonnenschein. Wir können wahrscheinlich heute komplett autark heizen. Mein Auto wird gerade geladen und auch die ganzen Maschinen und Computer werden praktisch durch die PV-Anlage gespeist, also alles richtig gemacht. Auch für die Zukunft hat Thomas Reiter schon Pläne. Wir denken bei jedem Produkt, bei jeder Neueinführung darüber nach, wie können wir es nachhaltiger machen, auch die Produkte recycelfähig zu machen oder eben reusable, dass man es auch reparieren kann. Gleichzeitig wollen wir hier auch im Standort wahrscheinlich noch einen Batteriespeicher anschaffen, weil wir gesehen haben, dass wir mit dem Batteriespeicher einfach noch mehr Strom, den wir selber produzieren, auch nutzen können. Energieeffizient und nachhaltig. Die Firma Eterma in Hendorf ist ein echtes World-Changer-Unternehmen.